Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Nachdem Kathi jetzt schon mehrfach mit dem Magic Gin gespielt hat, diese kleinen Ratespiele, wo man sich ein Tier ausdenkt und der Magic Gin das dann errät durch verschiedene Fragestellungen, mache ich das nun heute auch mal. Ich habe mir das Tier Axolotl ausgesucht. Das ist so ein kleiner Lurch, der unter Wasser lebt und ganz niedlich ist. Und ich frage mich jetzt, ob der Magic Gin dieses Tier erraten kann. Dann starten wir mal. Wir drücken auf die Nase. Hi, ich bin Magic Gin. Ich kann deine Gedanken lesen. Denk an ein Tier. Sag okay, wenn du bereit bist. Okay. Respekt. Ich stelle dir eine Frage. Antworte mit ja oder nein oder ich weiß nicht. Oder sag, das kommt darauf an. Ist dieses Tier größer als eine Waschmaschine? Nein. Okay. Kann es springen oder hüpfen? Ich weiß nicht. Okay. Ist es sehr klein? Es kommt drauf an. Alles klar. Hat es vier Beine? Nein. Sehr interessant. Hat dieses Tier Flügel? Nein. Aha, mal sehen. Kann dieses Tier außerhalb von Wasser leben? Nein. Hat es Flossen? Ich weiß nicht. Okay. Hat dieses Tier Schuppen? Nein. Genau das habe ich mir gedacht. Hat es eine Schale? Nein. Alles klar. Ist dieses Tier meistens rosa oder pink? Es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Alles klar. Hat dieses Tier Scheren? Nein. Okay. Ist es meistens weiß? Ich weiß nicht. Okay. Ist dieses Tier sehr bunt? Nein. Sehr interessant. Ist es meistens gelb? Ich weiß nicht. Alles klar. Ist dieses Tier ganz flach? Nein. Aha, mal sehen. Hat es Tentakeln? Nein. Ist es größer als eine Computermaus? Ich weiß nicht. Okay. Hat dieses Tier Augen? Ja. Genau das habe ich mir gedacht. Ist dieses Tier freundlich? Ja. Alles klar. Beginnt der Name des Tiers mit dem Buchstaben K? Nein. Okay. Ich weiß es, glaube ich jedenfalls. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist eine Garnele. Ist es das? Nein. Okay. Ist es größer als eine Mikrowelle? Nein. Sehr interessant. Lebt dieses Tier in Seen oder Flüssen? Ja. Aha, mal sehen. Ist dieses Tier meistens schwarz? Ich weiß nicht. Alles klar. Hat es Schnurrhaare? Nein. Lebt es im Meer? Nein. Genau das habe ich mir gedacht. Hat dieses Tier Beine?
Ja. Alles klar. Oh, ich glaube, ich hab's raus. Ich hab so ein Gefühl. Mal sehen, ob ich richtig liege. Es ist eine Wasserspinne. Hab ich recht? Nein. Ah, du bist schlauer, als ich dachte. Das ist es. Ich kann Gedanken lesen. Wenn mich meine magischen Kräfte nicht verlassen haben, ist es eine Kaulquappe. Ist es das? Nein. Alles klar. Nicht schlecht. Du überraschst mich immer wieder. Also, eine neue Aufgabe? Ich glaube, hätte man hier nicht erraten. Kannst du das bitte wiederholen? Nein. Tschüss. Also so wie es aussieht, hat der Magic Gin den Axolotl nicht erraten können. Das ist so ein kleiner Lurch, das hatte ich euch ja schon gesagt. Der sieht ganz niedlich aus. Schaut euch einfach mal Bilder dazu im Internet an. Vielleicht war ihm das zu schwer oder ich habe vielleicht auch nicht konkrete Antworten gegeben. Damit konnte er vielleicht dann am Ende nichts anfangen. Aber der Magic Gin weiß nicht alles und kann auch nicht alles erraten und schon gar nicht Gedanken lesen. Jetzt habe ich ihn ganz schön hinters Licht geführt quasi. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und hinterlasst mir natürlich auch einen netten Kommentar. Und ganz wichtig, nicht vergessen zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!